Hallihallo und herzlich willkommen hier zu dem nächsten Let's Show auf diesem Kanal und wir spielen dafür Unravel. Und jetzt werden sich die ein oder anderen wundern, hä, warum denn überhaupt das Spiel? Hast du das gekauft oder so? Nö, habe ich nicht. Ich habe ja für Battlefield 1 dieses Origin Access mal mir geholt. Und da kann man tatsächlich auch dieses Spiel hier ausprobieren. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du mal. Ich denke mal, die meisten werden es irgendwo durchkennen. Ey, da oben ist doch so ein Ding. Kann ich das nicht abschießen? Ich will das eigentlich haben. Ja, wir sehen schon, wir haben nicht genug Garn. Du brauchst mehr Garn. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Bewege dich nach links. Alles klar, jetzt müssen wir das da runterziehen. Wir spielen hier so gesehen die zweite Mission, aber es scheint mir immer noch sehr Tutorial-mäßig zu sein. So, jetzt gehen wir da mal hin und holen uns das Garn hier. Zack, wir sind hier so ein kleines Garnmännchen und ich denke mal, die meisten werden es kennen von der E3, wo das gezeigt wurde. Wenn du rennst, kannst du höher und weiter springen. Boah, hat ja geklappt. Hopp und hopp. Halte B gedrückt, um nach Dingen zu greifen. Bewege den Topf weiter nach links. Ach, ich soll mir da so eine Brücke bauen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. So, jetzt muss ich da erstmal wieder hoch. Ein bisschen Anlauf nehmen und hopp. Ach, das hat ja gerade so geklappt. Das hat gar nicht geklappt. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oder kann ich hier hochklettern? Ah, ich kann da einfach hochklettern. Na, das ist ja super. So, hepp. Und hepp. Es ist ein sehr stilistisches Spiel irgendwo. Sehr ruhig, man merkt schon. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Alles klar. Und jetzt muss ich wieder rüber schwingen, ne? Das hat ja gar nicht geklappt. Das hat ja gar nicht geklappt. Na gut, ich muss auch noch lernen. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt gar nicht groß gespielt oder so. Na, treffst du? Muss ich dafür ein bisschen weiter nach hinten? Muss, glaube ich, mir erstmal ein bisschen Garn besorgen. Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht genau, ob Garn hier wirklich... Oder muss ich so machen? Ah, alles klar. So, und unser Garnmännchen hat es hier geschafft anscheinend zum Ende. Oder was passiert jetzt? Ich bin ja mal gespannt. Ah, wir leben hier die Erinnerung durch. Das ist der Mann, der Golf spielt. Sowas in der Richtung. Das sah mir so nach aus. Ich habe das Intro jetzt extra geskippt, denn wir müssen jetzt fürs Let's Show nicht unbedingt irgendwelche Story-Inhalte zeigen. Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihn hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. Alles klar, dann machen wir das auch mal, ne? Drücke A zum Springen und RT, um das Lasso in der Luft zu werfen. Muss ich dafür echt darüber springen einfach? So? Tatsächlich. Boah. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Garn. Oh, wow, 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 wow. Halt, 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 halt. Natürlich müssen wir wieder hier hochkommen. So. Drücke X, um das Garn anzubringen. Versuche hier eine Garnbrücke zu bauen. Interessant. Also coole Ideen haben sie. Das Spiel hat ja allgemein auch ziemlich gute Bewertungen bekommen. Ich wollte mir das sowieso schon mal angucken. Aber kann ich jetzt hier auch nochmal bauen? Ja. Soll das so eine Art Trampolin werden? Sieht mir fast so aus, ne? Aber ich komme nicht hoch genug. Habe ich zu wenig, nicht zu katapultieren, muss der linke Stick nach unten gezogen werden. Anschließend muss er werden. Ah. Alles klar, hier das Vogelhäuschen. Also sehr, sehr schön designt irgendwo. Ist wirklich unglaublich cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich wollte mir das sowieso schon mal anschauen. So, jetzt sollen wir hier nochmal ein Trampolin bauen, so wie es aussieht. Und da ergibt es sich ja auf jeden Fall. Jetzt fallen die Äpfel hier auf mich. Ist ja cool gemacht. Da ergibt es sich natürlich, dass man das hier auch mal für diese 4 Euro testen kann. Also wer sich daran Interesse hat, das auch mal zu spielen, für 4 Euro im Monat, so gesehen, schließt man dann hier einen Vertrag ab, so gesehen. Den sollte man dann möglichst halt kündigen, wenn man denn nicht das für immer haben möchte. So muss ich das machen, oder was? Ja, das sieht mir richtig aus. Und dann kann man hier dieses Unravel auch mal testen, wenn man den mag. Oh, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? So. Steuerung gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Natürlich bin ich noch nicht allzu geübt da drin, aber ich meine jetzt hier zum ersten, das erste Mal, wo ich es versuche, klappt doch ganz gut. Um bestimmte Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen werden und dann A gedrückt. Alles klar. Halte LT gedrückt, der linke Stick lässt dich dann sicher herunter. So, anscheinend gibt es sonst Fallschaden, wie er sich da langhangelt. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, das Spiel bis dato. Mal schauen, vielleicht spiele ich es ja auch nochmal weiter.
Aber ich wollte es jetzt eigentlich eher mal so zum Testen machen. Weil ich habe auch sonst schon genug Zeug hier gerade am Laufen. So. Siehst du Lichtwirbel? Das bedeutet, dass du diesen Punkt beginnst, wenn du später wieder zurückkehrst. Alles klar. So eine Art Checkpoint also. Und jetzt hier, wie mache ich das? Ah, halt, warte mal. Ich muss bestimmt den Apfel mitnehmen oder einen der beiden Äpfel mitnehmen. Die machen mal beide lieber. Jetzt müssen wir da bestimmt so eine Brücke hochbauen, ne? Das stelle ich mir zumindest so vor. Na? Knote da fest, Kollege. Jetzt haben wir hier aber echt viele Äpfel. Kann ich die alle gleichzeitig schieben? Jawohl. Und schieben! Na, klappt das? Sieht doch gut aus. Auch grafisch, also optisch gefällt mir das auch sehr gut. Wie gesagt, Story kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe mir das auch noch nicht großartig angeschaut. Ach, das war auch schon das Rätsels Lösung. Oh, nee, doch nicht. Ist ja geil. Jetzt muss man hier auf dem Apfel stehen bleiben, dass der Auftrieb kriegt. Okay. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie die Äpfel glänzen, ne? Das sieht auch geil aus. Alles hier so ein bisschen 2D-Jump'n'Run-mäßig natürlich, aber auch irgendwo so ein bisschen Puzzle-Elemente drin. Also wie gesagt, die meisten Leute werden das Spiel ja sowieso schon so einigermaßen kennen, würde ich behaupten. Falls du stecken bleibst, halte runtergedrückt, um den Abstand neu erzählen. Ist fast gedrückt, aber nein. Ich hab's ja geschafft. Oh, der Vogel! Na? Das erinnert mich immer an Ori and the Blind Forest mit dem Vogel. Daher mag ich so die Vögel jetzt nicht so in Videospielen. Naja, gut. Da ist eine Liege und da müssen wir nochmal was anbringen. Sieht mir hier fast aus wie das Ende des Levels. Okay. Ah! Ich musste da am Schalter ziehen. Cool gemacht. Also, Ideenreichtum ist bis jetzt sehr gut vorhanden. Ey. Fall hier nicht runter. Aber wir sehen schon, ihr habt keinen Garn mehr. Aber warum? Fehlt mir hier irgendwo Garn? Oder hätte ich da an der Glocke läuten müssen? Vielleicht bringt das ja was. Bin mir jetzt nicht sicher. Sieht mir nicht danach aus. Aber weiter als hier komme ich nicht. Hier ist vorbei für mich. Guck mal, da sind auch Knoten in dem Garn drin. So, irgendwie muss man das doch aufrollen können. Das ging doch irgendwo. Also irgendwas mache ich hier noch falsch. Vielleicht sollte ich hier die Knoten lösen. Das bringt ja mir nichts mehr. Jetzt kann ich hier auch ein bisschen straff ziehen. Geht das? So, hat das jetzt was gebracht oder eher nicht? Na, komm. Irgendwas habe ich hier gerade nicht gesehen oder so. Was kann man denn hier unten machen? Gibt es da etwas? Vielleicht habe ich da irgendwie nach dem Liegestuhl was verpasst. Ich würde sagen, wir schauen hier einfach nochmal hin. Da unten, in der Blume. Da gibt es nochmal Garn. Hätte ich jetzt fast übersehen, siehst du mal. Wunder mich schon so. Hä? Das kann doch nicht so schwer sein hier eigentlich. Oh, guck, da unten gibt es ja noch mehr Garn. Hier. Na, wie mache ich denn das weg? Muss ich hier erstmal was anbringen an der Pflanze? Also gar nicht mal so einfach, die Rätsel. So, jetzt können wir durch. Alles klar. Das Spiel soll so ungefähr 6 Stunden, glaube ich, dauern. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Ach ja, ich kann hier einfach hier hochgehen, natürlich. Soll so ungefähr 6 bis 8 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe mir so ein bisschen was durchgelesen dazu. Da unten war doch was, oder? Habe ich mich jetzt verguckt. Guck mal, da ist ein Secret. Da ist ein Knopf oder sowas. Aber dafür sollen wir bei der letzten Blume runterdroppen. So. Mach dann mal fest, Kollege. Komm. Sehr schön. Na? Wird nichts gezeigt, aber irgendwas habe ich eingesammelt. Hep, springen wir hier hin. Erinnert irgendwo so ein bisschen an den Stil von Yoshi's Woolly World, aber natürlich nicht exakt dasselbe. Nee.
Oh, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Geht das überhaupt noch? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ich komme jetzt hier gar nicht mehr weg. Ich wette, ich muss das Rad hier doch eigentlich benutzen irgendwie. Ah, jetzt. So, kann ich jetzt mich hier abstoßen so ein bisschen? Ja, das klappt. Nein! Ich wollte doch das da festmachen. Ah, so geht's natürlich auch. Ach, jetzt verstehe ich's. Ich muss es ziehen. Alles klar, komm mit, Rad. Also Ideenreichtum gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke mal, da wird auch noch einiges zu sehen sein hier bei dem Spiel. Na, Wumms. Musste ich das machen, um das Tor hier aufzukriegen? Tatsache. Auf, geht's weiter nach vorne. Wie er da drauf surft, ist ja super. Maskottchen gefällt mir auch ganz gut. Boing. So, die Level scheinen doch eigentlich ganz schön lang zu sein, ne? Jetzt haben wir hier wieder einen Checkpoint gekriegt. Da ist noch so ein Knopfding. Seht ihr das? Aber wie komme ich da hin? Wie geht's hier überhaupt weiter? Ach, da oben. Hey, warum habe ich das jetzt nicht getroffen? Okay, festmachen. Ah. Wie komme ich jetzt... Wie kann ich denn das jetzt gleichzeitig machen? Oder muss ich jetzt hier drauf? Geht das? Kann ich auf meinem eigenen Faden laufen? Oder warte mal, so. Und jetzt ein bisschen Schwung. Das könnte auch klappen, ne? Ja, ich glaube, so ist schon richtig. Ich glaube, das Einrad brauchen wir jetzt nicht mehr hier. Dreirad ist ja eher eigentlich. Ne, Einrad ist ja Quatsch. Musik gefällt mir eigentlich auch ganz gut, was ich jetzt hier gerade so höre. Na, wollen wir es gleich übertreiben und noch höher? Jawohl, hier machen wir mal einen Safe-Knoten wieder. Safety-First-Knoten. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, zack, schon sind wir hier. Da haben wir wieder eine Erinnerung an ein Mädchen auf dem Baumhaus. Das hat alles irgendwo was damit zu tun von der Story. Ich will da jetzt auch nicht allzu viel verraten. Aber da unten liegt wieder Garn, das brauchen wir doch. Hey, mach das da fest. Ja, das ist jetzt ja... Ah, gut, hat geklappt. Das hat alles irgendwo was damit zu tun. Wir haben jetzt am Anfang... Ich will jetzt nicht viel verraten, deswegen... Wir haben jetzt am Anfang einfach eine alte Frau gesehen, die so ein bisschen in Erinnerung schwelgt. Und dann konnten wir so gesehen in verschiedene Bilder reingehen. Und ich bin halt ins erste gegangen. Ich denke mal, das ist irgendwo repräsentiert, dass die Erinnerung auch. Was können wir hier machen? Das ist eine Heugabel oder so, ne? Na gut, ich hoffe, jetzt habe ich irgendwie nichts Falsches gemacht, weil das eine Ding da vorne... Ich habe jetzt nicht verstanden, was die Heugabel sollte. Ich hoffe mal, das wird jetzt auch nicht allzu schwer hier, direkt am Anfang. So, das ziehen wir weg. Oh, da ist ein Igel! Aber der macht nichts. Bin mir unsicher, ob es hier überhaupt wirkliche Gegner gibt oder ob man eher... Hier muss man irgendwie sich katapultieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Mit dem Block wahrscheinlich, ne? Dann hätte ich das mitnehmen müssen. Wo ist er denn? Da unten? Hey, wie habe ich denn jetzt... Wie konnte ich denn jetzt den immer mitnehmen? Ging das nicht irgendwie so? Ah, hier. Schieben! Ah, dann ist die Heugabel auch nur dafür da, dass man sie da festmacht. Dass man da so einen Weg hochkriegt. Alles klar. Sehr gut. Also zum Entspannen finde ich das, glaube ich, echt gut, das Spiel. Wie mache ich denn das jetzt? Der muss ja da drauf fallen. Ach du grüne Neune, wie mache ich denn das jetzt? Mal ungelogen. Schieb den erstmal hier hin. So, ich frage mich jetzt, ist der Block schwerer als ich? Müsste er ja, ne? Wenn ich ja eben... Ja.
Vielleicht kann man sich jetzt hier am Baum auch irgendwo hochhangeln? Ja, okay. Ach, das ist nur ein Secret. Oder ist es absichtlich, dass ich jetzt hier... Und jetzt fliegt er hoch und... Nee. Oder kann ich hiermit so weiter? Nein. Interessant, interessant. Ich versuche mal was anderes. Und zwar stellen wir den da drunter. Das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass das was bringt. So, jetzt geht es zwar runter, aber fällt auf das Ding drauf? Nein. Nicht wirklich. Wie kann man das denn sonst schlau lösen? Ich mag ja eigentlich solche Rätseleien, ne? Aber... Achso, ja, natürlich muss es da drauf schieben. Dann müsste es ja auf der anderen Seite eigentlich oben bleiben, ne? So schwer war das ja jetzt auch nicht. Und ich bin hier am Rumrätseln und dies und das. Wahrscheinlich sitzen die meisten Leute jetzt wieder vor ihrem Bildschirm und denken sich, ey, bist du dumm? Ungelogen. Bist du dumm? Ja, das muss man wahrscheinlich so machen, oder? Mit so zwei schwingenden Objekten. Interessant gelöst. Nein, warum hat er sich denn nicht festgehalten? Jetzt aber, jawohl. So, hier haben wir auch nochmal irgendwas. Boah. Ach du grüne Neun, was jetzt? Bosskampf? Mit Speicherpunkt davor. Gibt's hier eigentlich so eine Art? Ja doch, es muss ja Level geben. Ich mache ja gerade das erste Level. Also ein bisschen verwunderlich ist das schon. So, wie geht's hier weiter? Muss ich mich da festbinden? Ich glaube, das kostet alles keinen Garn, dieses Festbinden auch, also. Das dürfte nicht die Schwierigkeit sein. So, wir klettern nochmal hoch. Muss da hier irgendwie auch gehen. Gibt es da irgendwas zu holen eventuell, was ich da rüberschieben kann? Ah ja. Jetzt habe ich es vielleicht in der falschen Reihenfolge gemacht, kann das sein? Probier es einfach mal, ne? Ich probiere es mal. Komm ich da nicht rüber? Nein, er zieht es so. Okay. Komm, zieh, 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 zieh. Nein, 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 nein. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss es eigentlich nur nochmal hier festmachen, oder? Stimmt das? Ich glaube. Ja, habe ich mir das super zusammengebastelt. Perfekt. War zwar absolut nicht so meine Intention im ersten Moment, aber hat ja doch noch geklappt. Sehr gut. So, das schieben wir da hin. Zack. Was gibt's hier? Das sieht mir auch wieder aus wie so ein Secret, ja. Da liegt was. Hab schon drei von diesen Münzen gekriegt. Da oben muss man doch auch lang gehen können, oder sieht das nur so aus? Ach, gut, er hält sich nicht fest. Ah, okay. Hui! Lustig gemacht. Und im nächsten Bereich. Wir laufen hier natürlich alles so ein bisschen naturbelastend, ne? Ist ja alles hier mit Garten und sowas. Eben auch in so einem Gewächshaus. Kann gerade nicht steuern. Da ist noch so ein Knopf, noch so ein Anhänger. Ist das das Ziel? Die Blume! Grafikstil wirklich super schön. Fehlende Stück. Finde das erste fehlende Stück. Sehr schön. Haben wir geschafft. Gucken wir uns hier nochmal die Zwischensequenz an, aber ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Overworld auch. Das ist dieses Haus der alten Dame, wo wir uns befunden haben am Anfang. Das habe ich euch halt nicht gezeigt, weil warum soll ich denn dieses ganze Intro-Zeug alles zeigen, ne? Jetzt können wir X drücken. Disteln und Gräser, wie schön es war, als es neu war. Wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Oh. Sehr gut. Also das hier ist die Overworld. Aber ich denke mal, ich werde jetzt nicht allzu viel mehr zeigen. Hier sehen wir schon, hier bin ich dann lang. Und hier war dann auch schon das erste Gemälde, das erste Bild. Da haben wir was gemacht. 3 von 5 Geheimnissen gefunden. Weitergehen würde es jetzt irgendwo hier. Zum Beispiel das Meer oder Bärenmoor. Können wir noch nicht mal. Das Meer wäre wohl das nächste Level. Aber das soll es gewesen sein von diesem Let's Show. Ich will es dir eigentlich auch nur zeigen. Mir gefiel jetzt hier so vom ersten Eindruck das Spiel eigentlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, hat auch echt gute Kritiken gekriegt.
Und wer jetzt Interesse daran hat oder sowas, kann ja gerne einen Kommentar schreiben, gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ansonsten, wie gesagt, mein Tipp wäre für die Leute, die sich das jetzt günstig holen möchten. Ich glaube, es kostet auch als Vollpreistitel jetzt nur 20 Euro. Macht einen Monat Abo bei Origin Access oder EA Access und da gibt es das dann umsonst mit dazu für 4 Euro. Aber das Wichtige ist halt, Abo rechtzeitig kündigen, ne? Das läuft sonst immer wieder. Gut, wie gesagt, das wär's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich, ciao.